Eigentlich bin ich sehr entscheidungsfreudig, wenn ich etwas posten muss, speziell bei den Kleidern oder sonstiges. Aber bei etwas, da hadere ich immer oder suche wie verrückt, wenn ich vor einem Gewürzstand stehe. Und zwar nach einem richtigen Salz. Salz ist für mich etwas Wichtiges, etwas, das ich täglich brauche in meiner Küche. Ich bin passionierte Köchin, aber das ganz normale Salz, das ich früher immer gebraucht habe, das geht nicht mehr. Darum bin ich jetzt auf die Jagd gegangen nach verschiedenen Salz und habe mich erkundigt, was mit was am besten passt. Ich wollte wissen, ob Salz gleich Salz ist oder ob es da Unterschied gibt. Und tatsächlich ist es so, es gibt zwei Kategorien, wo man Salz einteilen kann, zwischen Meersalz und Steinsalz. Das am wohlbekannteste Salz unter dem Meersalz und auch sehr beliebt ist der Fleur de Sel. Es ist wirklich sehr, sehr raffiniertes, feines Salz. Und ich finde, man merkt tatsächlich auch den Unterschied. Und unter anderem auch der Sel Gris de Bretagne oder einfach der Sel Gris geht eben auch unter diesen Meersalz. Sie sind wunderbar zum Fleischgericht oder allgemein auch Gemüse. Ich finde das wunderbar und ich finde, es lohnt sich wirklich, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren und auch ein bisschen mehr Geld zu investieren für gute Salz. Reformhäuser sind eine Top-Adresse, um die richtigen Salz zu finden, wenn man unsicher ist bei seiner Wahl. Ich gehe gerne zum Reformhaus Müller und dort bin ich immer gut beraten. Und vor allem habe ich jetzt einen super Tipp bekommen über den Pyramidensalz. Der wird in der Region von Zypern, also im Meer von Zypern, gewonnen und ist ein wunderbarer Streusalz, wo man kann wirklich, also Finger, Salz kann man sagen, gerade über das Gericht kann drüber streuen und somit auch kann optisch geniessen, wie auch, eben auch sonst auf der Zunge. Bei Reform Müller ist auch der Pazifik-Ruchsalz. Und zwar wird er 48 Stunden lang über Roterlenholz geräuchert, kann man sagen. Und so sieht er aus. Fantastisch auf Eiergericht oder auch roh, wie auch gekochtes Gemüse. Er sieht auch stylisch aus. Also ich habe eh gerne Salz, das nicht so 0815 aussieht. Alles, was anders ist bei Salz, ist bei mir sowieso willkommen. Und wenn es dann noch so anders fein schmeckt, finde ich es wunderbar. Steinsalz kommen natürlich auch aus dem Meerwasser, eigentlich aus dem Grundwasser, und werden in Bergwerken abgebaut. Sie machen über 70% aus von der Salzproduktion, unter anderem eben auch bekannte Salz wie der Himalaya-Salz oder auch andere. Ganz wichtig für mich ist es, dass die Salz unraffiniert sind und so rein wie möglich von Schadstoffen. Ich weiss persönlich nicht, ob es wirklich der Preis gerechtfertigt ist von diesen Himalaya-Salz oder sonstigen Salze. Aber ich merke eigentlich den Unterschied und ich habe das Gefühl, dass das besser ist als die ganz herkömmliche Salz. Und ich denke, das ist am wichtigsten. Ja, auch mit Salz kann man so Kreationen kreieren. Ich habe zum Beispiel am liebsten grob und dann malen mit dem Mörser oder auch mit dem Mixer. Und dazu ein bisschen Chili oder auch andere Gewürze, die ich beimische. Da kann man selber wählen, es sieht einfach gut aus und es schmeckt definitiv auch ein bisschen anders. Mit ein bisschen Geduld, man muss halt mit dem Mörser ein bisschen rumstampfen. Sieht zum Schluss so aus. Das tue ich in so kleine Gläschen rein. Es sieht unherzig aus. Das gleiche kann man machen auch mit Trüffel. Liebe Salz und Trüffelgeschmack, ist fantastisch. Oder eben auch mit Blüten, Rosmarin, Salbei, alles was trocken ist, kann man rein tun und eben seine eigenen Kreationen austüfteln. Palanamak heisst der Salz und ist beliebt bei den Veganern. Es ist eigentlich schwarzes Salz, das man in der indischen Küche oft braucht. Und ersetzt so quasi ein bisschen den Geschmack von Eiern. Er hat einen leichten, schwefligen Duft, der eben den Eierersatz bringt. Aber natürlich auch für ganz viele andere Gerichte ist das geeignet. Ich finde, es lohnt sich, die Zeit zu investieren, um die Salz mal zu kennenlernen und auszuprobieren mit den verschiedenen Gerichten. Weil es schmeckt wirklich definitiv anders. Salz finde ich ein super schönes Geschenk, das man bekommen kann. Also ich freue mich jedes Mal drauf. Oder eben, ich beschenke selber die Leute mit meinen kleinen Kreationen. Denn Salz braucht man jeden Tag.